Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und die PWL mit Zwartburg. Erwartet meinen Magier, der sich ja so nach und nach durch jede Warteliste mal durchfighten muss, darf, kann. Jedenfalls muss der auch mal Astral ran schaffen. Das geht jedenfalls so nicht, weil den kann ich ja nicht immer hier so durchfüttern und der verdient kein Astral. Deswegen diesmal Zwartburg, ist es ja zufällig und wir gucken einfach mal, wie sich so ein Magier hier macht. Ich vermute ganz gut. Da sind wir, jetzt geht's los. Ich habe schon wieder in die Hose gemacht, so gehe ich zumindest. Und jetzt knüppeln wir auf die Gegner ein. Ich lerne das auch irgendwie nicht mehr, in die Wartelisten zu starten mit einer vollen täglichen Kraft aufgefüllt. Das ist irgendwie, ich mache das immer so on the fly, einfach so mittendrin. So, 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 jawohl. Und da hinten, komm doch mal her hier, jawohl. So, du, ah. So, den da drauf. Tägliche Kraft, fertig, rote Fläche, ausweichen. Eisgegner töten, Kumpels befreien, immer drauf. Dengel, 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 Dengel. Wow, steht wieder hinter mir einer. Kommt denn der her? Man kämpft mehrheitlich immer auf diesem Teppich hier. Kann der Heiler einen leicht heilen, nicht weglaufen. Die Gegner kommen schon zu einem, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und wo sind sie? Da, hinter uns. Ha! Spieler befreien. Weiter drauf. Roten Flächen ausweichen. Eigentlich alles keine neuen Mechaniken, bis auf das Eis vielleicht, aber ansonsten einfach nur roten Flächen ausweichen. Schön zusammenstehen, damit man gut geheilt werden kann und dann draufhauen. So, 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 wo, 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 weg, 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 da hinten sind wieder Leute, genau, die kommen schon her. Cool. So, Eis, 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 Kumpels befreien, komm da raus. Ja, yeah, okay, cool. So, nehmen wir nochmal die tägliche. Und druff, 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 druff. Der trommelt sich da einen zurecht. Das wollen wir gar nicht, weil das stärkt seine Kumpane, also unsere Gegner. Und wir dürfen uns verstecken. Alle da? Jawohl. Manchmal kriegt man nämlich noch Eis auf dem Weg hier zum Verstecken und dann muss man die Leute noch schnell befreien. Sonst stecken die im Eis, können nichts tun und mit dieser Daily, die der Boss da zündet, stirbt man dann einfach, wenn man nicht hinter dieser Säule ist. Auch wenn man im Eis eingefroren ist. Wobei das Eis einen sowieso tötet, wenn man nicht rausgeholt wird. Ja, 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 ja. Der hat aber auch wieder Trefferpunkte, der Kleine, du meine Güte. Auf zu den Mantikoren. Hugandr und Skoll. Ich kenne Skoll nur als Trinkruf. Skoll. Aber Hurugandr ist auch irgendwie ein geiler Name. Spieler aus dem Eis befreien. Hypo alle zusammen kuscheln. Eben nicht weglaufen, wenn diese Pfeile blinken. Und hoch. Bam, 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 bam. Der Deng, Deng, Deng. Dengel, Dengel, Dengel. Rote Fläche wegbringen bitte, sonst liegen wir alle. Sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Dam, 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 bam, 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 bam. Ich hab noch eine Kröte. Komm her, du Kröte. Oh, 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 oh. Spieler aus dem Eis befreien, jawohl. Au, ja, danke. Das war die rote Fläche. Hypo kuscheln. Okay. Dangel, 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 Dengel, Dengel, Dengel. Ah, der haut gleich schon wieder ab, ne? Ja. Jetzt machen wir den Mantikor platt hier. Komm her, du. Ich weiß doch, du willst es auch. Bam. Und hier sind wieder Kumpels eingefroren. Nicht einfach weglaufen zum anderen Mantikor, sondern erst die Leute befreien. Hypo kuscheln. Ich stehe schon mal richtig hier. Jawollo.
Gib ihm alles, was du hast. So, rote Fläche mal eben wegbringen wäre cool. Sonst liege ich gleich wieder. Also, das stelle ich mich hier hin. Gehe ich halt weg. So, Chef kommt wieder. Wieder eine klare Ansage. Spieler erstmal befreien. Jawohl. Und ruf. Hier ist wirklich diese Teamarbeit eben nicht nur den eigenen Schaden immer auf den Boss, sondern rettet eure Kumpane, denn sind immer zwei eingefroren, meistens sogar zu Beginn die Heiler. Und wenn die dann schon draußen sind, wird sowieso schon haarig und ansonsten fehlen immer zwei weitere Mitspieler. Und dann wird das hier auch echt übel, also hui. So, der hat noch viel zu viele Trefferpunkte, das müssen wir jetzt mal ändern. Jo. Mach doch mal was. Jetzt. Jawohl. Und das Eis weg. Jawohl. Und Hypo kuscheln. Wir stehen alle schon hier. Kommt hier ran. Jawohl. Nicht so weit wegstehen, wenn die Hypo kommt. Alle kuscheln. Druff. Rote Fläche. Geh mal weg. Wenn ihr nicht weggeht, mach ich das. Die anderen liegen alle. Haha. Ha. So. Jetzt kommt die Riesenprinzessin und beschützt uns. Hau dem guten Mann was auf die Mütze. Wobei gilt das schon als häusliche Gewalt? Ich weiß es nicht. Drauf. Letzten Trefferpunkte beseitigen. Dann haben wir es auch geschafft. Dann hat der Magier in der PWL für heute wieder seine Astrale verdient. Juhu. Bom. Weg ist er. Ich sterbe, ich friere ein, ich kann nicht mehr. Bumm, ja. Das war gut. Truhe. Allzu viele Truhen kann ich ja gerade nicht öffnen. Mächtige Schriftrolle des Lebens, nehme ich. Einmal bedanken. Donge. Und einmal kurz gucken. Eine Niederlage nur. Okay, cool. 8 Minuten 55. Okay. Ja. Viele Leute da. Viele Gegner, muss man mal so sagen. Hut ab. Und dann haben wir es auch wieder geschafft, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.